Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich in Berlin im Gentleman Circle. Denn heute geht es mir an den Kragen, an den Bartkragen. Ja, dieser Club hier ist ausschließlich für Männer und bietet alles, was man sich nur vorstellen kann. Maßkonfektion, alles für die Bartpflege, der ein oder andere Drink. Aber was genau, das zeige ich euch jetzt. Und genauso könnt ihr dabei sein, wenn ich meinen ersten Barbierbesuch habe. Jetzt habe ich neben mir den André, den Inhaber, und er wird uns jetzt erzählen, was hinter dem Gentleman's Circle eigentlich steht. Und ich habe so viele Eindrücke mitgenommen, aber ich kann das, glaube ich, nicht auf den Punkt bringen. Hallo. Ich hoffe, du. auf einem Punkt ist sicherlich schwierig, aber ich glaube, dass die Überschrift ist, es ist ein Platz für den Herren, wo er alles findet, um stilvoll durch den Tag zu kommen. Also er findet bei uns die Kleidung, er findet bei uns einen guten Drink, er findet bei uns die Pflege rund um sich, das heißt die Bartpflege, die Rasur, die Maniküre, den Haarschnitt, die Schuhpflege. Er findet bei uns ein Maßhemd, was einmal die Woche gemacht wird. Er findet bei uns die kleine Auszeit im Alltag. Er findet bei uns Accessoires, Geschenkartikel. Er findet alles, was er als Mann braucht, um stilvoll durch den Alltag zu kommen. Das habe ich halt eben ja eine Rasur bei euch erlebt und muss zugeben, dass ich ja kein Bartträger bin, wie ihr sicherlich ja auch wisst. Ist es denn üblich, dass man auch als Nicht-Bartträger zu euch zur Rasur kommt? Unbedingt. Es ist ja eine Kultur, dieses sich rasieren lassen, was in Deutschland jetzt gerade erst nach und nach wiederkommt. Das ist eine Kultur, die im Angelsächsischen, auch im Südeuropäischen durchaus integraler Bestandteil der Männer-, der Herrenkultur ist. Das ist ja nur in Deutschland ein bisschen zurückgefahren in den letzten Jahren. Und es kommen Gäste, die zwei-, dreimal die Woche sich bei uns rasieren lassen. Es kommen Gäste, die lassen sich einmal rasieren die Woche und machen das dann zu Hause selber mit unseren Produkten. Es gibt Gäste, die gönnen sich das einmal im Monat. Aber dieses Ritual, dieses sich rasieren lassen, das ist für jeden, hat das eine andere Wertigkeit oder eine andere, ja, eine andere Wichtigkeit auch. Also brauche ich das wirklich jeden Tag oder brauche ich das einmal die Woche? Aber unbedingt, das ist sehr oft der Fehlglaube, dass Barbier ist ja nur phonetisch mit Barber oder Bart. Ja, dachte ich auch. Genau, und das ist ja falsch. Der Barber steht ja für eben die Männerkultur, die Männerpflege. Das kommt ja tatsächlich eher aus der Seefahrerzeit, deswegen häufig auch dieses Blau-Rot-Weiß. Blut, weißer Kittel und Wasser, das sind eigentlich diese Zeichen dafür. Und da wurde ja rasiert eben auch oder Bärte gepflegt. Aber es ist eben nicht nur Bart. Barbier heißt nicht Bart, sondern Barbier heißt Männerpflege in seiner Gänze. Also wenn ich hier in der Nähe bin und tatsächlich einen Termin habe, der sich verschiebt, dann bin ich ja bei euch auch willkommen auf einen Drink, auf einen Espresso. Also ein tatsächliches ganzheitliches Zuhause für den Mann. Genau so ist es. Wir haben hier auch eine Tagesbar etabliert. Das heißt, man kann eben wirklich, wenn ich ein Zeitfenster habe zwischen zwei Terminen oder einfach nur eine kurze Auszeit möchte oder ein Gespräch unter vier oder sechs Augen mit jemand anderem, dann ist er hier herzlich willkommen. Also es geht nicht darum, dass man zu uns ausschließlich kommt, um ein Treatment zu bekommen, um sich rasieren zu lassen, whatever, sondern man kann zu uns kommen,
um eine kurze Auszeit zu haben, um ein Espresso zu trinken und wieder zu gehen. Es ist tatsächlich so das Wohnzimmer für den Herren in der Stadt. Man muss nicht extra nach Haus fahren oder in irgendein Hotel gehen, sondern man kann eben zu uns kommen und das hier diese Zeit für sich genießen. Genau richtig, ja. Natürlich habe ich wieder ein Lieblingsprodukt hier kennengelernt. Nämlich das Rosenwasser, also ein Tonic nach der Rasur von der Firma Gold Dax. Ich verlinke euch das Produkt einmal, total angenehm und ist natürlich unheimlich mineralisierend auch und ihr solltet das nicht verpassen. Der Duft ist der absolute Hammer. Testet es selbst einfach mal aus. Wie das sagt es, denn hier gibt es sogar die Kondome von Einhorn. Und freut auch schon drauf, da kommt bald ein Bericht von uns. Aber der dauert noch ein bisschen. Am besten klickt ihr auf Abonnieren, damit ihr diese Folge nicht verpasst. Jetzt aber schnell, frisch rasiert, geht jetzt zurück ins Hotel und noch schnell umgezogen, denn gleich werden wir abgeholt zur Mercedes-Benz Fashion Week und natürlich seid ihr mit dabei und solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, spätestens jetzt abonnieren, sonst verpasst ihr es. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Gut gelaufen und dann Backstage ist alles gut geklappt und ja, ich bin zufrieden. Meine Frage ist so ein bisschen, Öko-Fashion ist ja immer noch so ein bisschen, ja, Öko, warum, wieso, weshalb, warum? Warum hast